Hallo, wir haben heute Nadine bei uns. Hallo Nadine, schön, dass du Hallo. da bist. Nadine hatte eine Brustvergrößerung bei uns. Genau. Erzähl mal, was waren deine Beweggründe? Warum hast du dir das gewünscht? Also bei mir hat es schon angefangen. Ich bin in Prag das erste Mal und habe hier eigentlich die zweite Brustvergrößerung gehabt, weil in Prag bin ich nicht happy gewesen mit meinem Resultat. Es hat mir nicht gefallen. Die Beratung war schlecht gewesen. Auch nach Kontrollen hat es nicht gegeben. Ich habe E-Mail mit Fragen gehabt. Im Nachhinein, es hat mir niemand weiterhelfen können. Und dann habe ich dann für einen neuen Chirurg gesucht und bin auf euch gestoßen, auf Schön. die Klinik hier, auf die. Und dann bin ich daher gekommen, ich hatte einen Termin gehabt. Es ist sehr schnell gegangen, es war schon sehr freundlich gewesen am Telefon, bin gut aufgenommen worden. Du hast mich gerade top können beraten, hast mir Hoffnung gegeben, dass man das wirklich auch lösen kann, dass das nicht einfach normal ist, sondern da kann man noch etwas machen. Und dann hatte ich die Operation gehabt. Mir ist es super gegangen nach dieser Operation. Und das, ja, man hat sich ja auch viel schneller wohl gefühlt. Und ich bin sehr perfektionistisch. Und ich habe die Brüste habe ich auch für mich gemacht. Ich brauche das für mich einfach, dass es für mich auch gestimmt hat. Und du hast mir das Resultat können geben, das ich mir gewünscht habe, das ich nicht Schön. gedacht habe, dass das noch machbar Machbar ist ist. durch die Ah, Erfahrung schön. durch Prag, die halt nicht so gut ist, wie es Okay, hat spannend. sollen. Würdest du sagen, geht nicht nach Prag, ist einfach, ist es nicht wert, oder? Ja, Ja. es ist nicht wert. Es ist zwar, wenn man will, mit den Kosten schauen will, kann man sagen, okay, aber nicht für das Resultat. Also, und hier auch mit diesen Nachkontrollen, weil eine Brust-OP ist ja eigentlich doch ein Eingriff und man ist unsicher. Es ist nicht etwas, was man alltag macht. Und hier ist man so gut noch in Nachkontrolle. Man kann immer anrufen, man kommt noch daher, man wird noch einmal nachkontrolliert, mehrmals. Und das gibt für einen selber auch Sicherheit, wo in Prag, das können sie einem dort nicht geben. Operatik ist, Es ist also ich einfach würde die sagen, Sprachbarriere da, gell? erstens das und zweitens ist einfach Abfertigung. So ein bisschen in dem Stil. Und hier wird man wirklich als Mensch schon angenommen, es wird auf das Bedürfnis eingegangen. Schön. Und das lohnt sich wirklich. Schön. Bei dir war es ja auch nicht so ganz einfach. Es war ein bisschen asymmetrisch mit den beiden Brüsten, dass sie nicht ganz gleich waren. Und gerade bei solchen Situationen ist es halt so, dass man da im Ausland dann ganz verloren ist. Weil wenn man, die machen einfach nur Abfertigung und dann wird nicht mehr individuell drauf eingegangen. Genau, und sie haben mir das auch im Vorhinein gar nicht gesagt, dass Asymmetrie da ist und dass man das noch mit gewissen Sachen müsste korrigieren müsste, sondern einfach, ja, das können wir machen, das tun wir rein, fertig. Ja, genau, das ist das, was wir von so vielen hören. Und wenn man am Anfang nach Prag geht, dann denkt man da gar nicht dran. Gell, man denkt einfach, okay, es ist irgendwie das Gleiche und ist viel billiger, also gehe ich dahin. Genau. Und man denkt nicht an die Nachkontrollen, dass man die eigentlich braucht. Nein, gar nicht, gar nicht. Und man hat ja die Erfahrung auch gar nicht. Also, aber hier ist es wirklich, man fühlt sich wohl und man ist betreut und das tut gut. Das freut mich. Und jetzt bist du happy, ist alles so geworden, wie du es dir gewünscht Super hast. happy, genau. Die Sehr Narbe, die schön. noch ein bisschen abheilen muss, aber da geben wir noch ein bisschen Zeit und dann kommt alles gut. Perfekt. Und kannst schon genießen so im Bikini, in Kleidern, ist ein anderes Sehr, Lebensgefühl. sehr. Also Sehr wir waren schön. ja schon in der Ferien und mit dem Bikini. Also früher hatte ich ein, zwei Bikini gehabt, knapp, und jetzt habe ich 10 Bikini. Sehr gut, sehr gut. So muss es sein. Das freut mich. Ja, Du, dann top. vielen, vielen Dank fürs Kommen. Danke fürs Interview. Ich Danke hoffe, es dir. war für euch spannend auch, dass ihr das mal gesehen habt. Das ist gerade so ein Fall von jemandem, der schon im Ausland war, in Prag war und einfach gemerkt hat, dass es doch nicht ganz so das ist. Der Service ist nicht so, die Nachkontrolle ist nicht so und auch das Individuelle von der Behandlung. Vielen, vielen Dank dir, Danke Nadine. dir. Mach's gut. Alles, alles Gute. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.